Immanuel Kant sagt, Verstand und Sinnlichkeit können bei uns nur in Verbindung Gegenstände bestimmen. Wenn wir sie trennen, so haben wir Anschauungen ohne Begriffe oder Begriffe ohne Anschauungen, in beiden Fällen aber Vorstellungen, die wir auf keinen bestimmten Gegenstand beziehen können. Heute wollte ich mal Schlittschuh fahren. Aber es hängen doch noch die ganzen Blätter am Baum. Die sind morgen alle ab. Demenz ist ein irreversibler Fortgang. Und keiner der Erkrankten kann jemals ausführliche Erfahrungsberichte liefern. Mein besonderes Interesse neben dem Vergessen, was die meisten Menschen mit dem Begriff Demenz verbinden, liegt in der Fragestellung, was noch wie vorhanden bleibt, wenn die Denkkraft nachlässt und der Verstand entschwindet. Und wenn alles, worüber sich ein Individuum definieren kann, zurücktritt. Die Unmöglichkeit dessen, nämlich die Einsicht in ein dementes Gehirn, genauer gesagt in das Erleben und in mögliche Realitätswelten eines Menschen mit Demenz. Ich versuchte immer wieder die Realitätsebene von Dementen zu finden und mich aus meiner heraus auf die ihrige zu begeben. Sie dort abzuholen und mit ihnen zurück in meinem Jetzt weiterzugehen. Zu meinem Jetzt gehört alles, was ich mit dem Dementen erinnern, wahrnehmen und kommunizieren kann. Viele dieser Begegnungsversuche sind gescheitert. Schön zum Vernaschen, ne? Was? Ja, die Bäume und Büsche hier. Bäume und Büsche sind zu vernaschen? Kanaken? Vernaschen. Ach so, ich habe Kanaken verstanden. Dennoch gibt es jene Versuche, in der man sich voll und ganz auf die Welt der Dementen einlassen kann, was im Pflegebereich meist mit dem Begriff Validation bezeichnet wird. Diese Begegnungsversuche bestehen meist aus Geschichten der Vergangenheit oder aus Fiktion und nur selten aus meinem Jetzt. Jene aus der Vergangenheit bestehen neben Raum und Zeit aus Menschen und Tieren, die meist bereits verstorben sind, durch den Dementen aber wieder zum Leben erweckt werden und somit oft einen fiktiven Charakter haben. Man kann ihnen folgen, sofern man selbst diese Momente miterlebt oder aus Erzählungen anderer gehört hat. Die ausschließlich fiktiven allerdings sind überwiegend ungreifbar, verwirrend und anregend zugleich. Sie sind fantasievoll, manchmal für den Dementen gar unbewusst poetisch und kreativ, mal schön und mal beängstigend. Die Mischung aus allem ist für Außenstehende letztendlich ein gar zu manisches Wechselspiel aus Heiterkeit und Verzweiflung, da sie immer wieder mit der Hoffnung und Enttäuschung einhergehen, dass der Demente für kurze Zeit in deren Jetzt ist, aber in der nächsten Sekunde schon wieder in der ungreifbaren Utopie. Möchtest du noch einen Schluck Wasser? Nein, da sind Nägel drin. Menschen mit Demenz verlieren die Orientierung in Zeit, Raum, Situation und der eigenen Persönlichkeit. Von ihnen wird zunehmend keine Entscheidung mehr getroffen und keine Verantwortung mehr übernommen. Sie können es nicht mehr und sie tun es auch nicht mehr. Sie folgen fortan ihren Trieben, indem sie tun, wenn sie den Impuls verspüren zu tun, und ruhen, wenn sie verspüren zu ruhen. In der Welt der Dementen herrschen Gesetze, die aus einem unreflektierten Tun heraus Maximen aufstellt, die keine Orientierung, Regelmäßigkeit, Verantwortlichkeit oder Achtsamkeit bedürfen und keinerlei Nutzen brauchen. Eine Welt, die in heutiger Zeit und in heutigem Raum nur in einer anderen wie der unseren bestehen kann.
In Zuständen durch Demenz sehe ich Parallelen, denen in Teilen der östlichen Welt nachgestrebt wird, nämlich dem Ideal, sich selbst zu vergessen. Nirvana ist ein Begriff, der viele Bedeutungen einschließen kann. Wörtlich übersetzt bedeutet er auslöschen, verwehen. Ich definiere ihn mit einem ungreifbaren Nirgendwo, über allem Irdischen und mit sich und dem Universum eins zu sein, losgelöst von Vorstellungen, Wünschen, Pflichten, Richtungen, Liebe, Leid und Zeitlichkeit. Dort ist man als Kontur weich gezeichnet, schwebend und getragen zugleich in einer angenehm warmen, hell, weiß und pastellfarbig verschwommenen Sphäre im dortigen Jetzt. Ich sehe Parallelen zur mutmaßlichen Sphäre der Demenz und einem Nirvana. Aber die Herangehensweisen und das bewusste Heranpraktizieren, was dafür bei einem gesunden Menschen erforderlich ist, trifft bei Dementen nicht mehr zu. Es wäre eher ein passives Ankommen in einer Sphäre, die auch für einen gesunden Menschen in seiner ungreifbar bleibt. Dieser Gedanke geht für mich mit der Hoffnung einher, dass Demente in einer Welt leben, in der Demenz nicht pathologisch ist, sondern zunehmend geprägt von Zuständen des unbewussten Seins, in dem alles samt der Zeit irgendwie steht und zugleich schwebt und der Übergang zum Tod sich für uns Außenstehende nur im Physischen unterscheidet.